Hallo, mein Name ist Aquila. Willkommen zurück zu Supremacy 1914 mit Grönland und der 100er Karte. Wir haben Tag Nummer 45 und wir stehen auf Rang Nummer 2 weiterhin mit jetzt 303 Siegpunkten. Das ist weniger als die letzten Tage. Wir sind auf einem Abwärtstrend, das ist klar. Aber wir haben gute Nachrichten, denn wir haben es geschafft, uns gänzlich vom europäischen Festland hier zurückzuziehen, zumindest hier von Frankreich und den Benelux-Staaten. Unsere Armee konnte dort sehr schnell innerhalb von gerade mal 8 Stunden den Weg von Brüssel bis nach London gehen, über unseren Hafen hier in der Bretagne. Und seitdem stehen wir jetzt hier und bombardieren weiter die feindlichen Truppen in Brüssel, die jetzt wirkliche Auflösungserscheinungen zeigen. Die Moral der Truppen aus Kolumbien ist wirklich desaströs schlecht. Ihre Provinzen ebenfalls, das sieht alles nicht so gut aus. Obwohl es langsam besser wird, aber nur sehr langsam. Und der Expansionsmalus wird schlimmer. Und unsere Eisenbahngeschütze hier feuern immer weiter und weiter. Wir haben bereits die erste Arti zerstört. Diese Armee findet hier langsam ihr Ende. In der Zwischenzeit konnten wir außerdem noch 70.000 Truppen als Verstärkung schicken nach Skandinavien. Hier haben wir gekämpft die Nacht. Ich weiß gar nicht, ob ich das zeigen konnte. Ich habe es, glaube ich, gezeigt, dass die hier gerade abgelegt hatten. Ich habe noch einen Screenshot, den ich hoffentlich auch gepostet habe, gemacht. Denn die feindlichen Truppen sind hier bei Chem dann gelandet, sogar über Nacht noch. Die konnten wir angreifen. Leider wurden wir dann noch erwischt. Also wir haben uns zwar ihnen entgegenstellen können. Ihre Heeresgruppe wurde zerstört, ihre Armee mit den schweren Panzern. Unsere eigene war erfolgreich gewesen. Dann habe ich, weil ich ins Bett musste, habe ich dann per Delay-Funktion quasi eingestellt, dass nach 5 Stunden etwa wir uns dann aus Chem zurückziehen sollten und dann eben die Stellung in Munio beziehen sollten mit unserer Armee, wenn der Feind eben zerstört ist. Leider kam es nicht dazu, die Truppen im Süden hier, die große Armee, die war dann schon schneller da, die haben sie wohl dann sofort geschickt und somit konnte die uns dann über Nacht noch angreifen und zerstören. Auch die Artis sind weg, da war ich ein bisschen schluderig, die hätte ich einfach vorher schon retten können, das wäre nicht nötig gewesen. Aber wir konnten zumindest so eine ganze Armee von Yakuzin zerstören und sie etwas aufhalten und wir konnten dadurch eben auch Truppen rüberschiffen aus unserer Armee hier aus Europa. Ursprünglich kam die, eine weitere Truppe ist auch auf dem Weg, 100.000, die 66. Heeresgruppe, auch mit Panzern, mit Artis. Die ist auf dem Weg, um dann hier drüben die Position zu verstärken. Ich habe wirklich geplant, hier tatsächlich Skandinavien für eine gewisse Zeit zu verteidigen. Das sollte möglich sein, da ja die kolumbianische Offensive hier ziemlich zahnlos ist und bereits am Limit ihres Ausbreitungspotenzials ist. Da können wir also, hoffe ich mal, mit der Armee hier drüben tatsächlich dann den Norden von Skandinavien hier oder Schweden und Norwegen halten und dann damit die Kontrolle über diese Gebiete hier erhalten. Das wären nämlich gute Gebiete, die wir noch weiter nutzen können, auch für Angriffe. Und mit Marine und Bombern kann man da auch ein bisschen noch die Gebiete sicher mal schauen, weil bislang ist ja Kutin nicht wirklich so stark hier drüben. Die haben sich zwar jetzt sehr schnell ausgebreitet, aber auch die werden hier demnächst ihre Overextension erleben. Sie schicken jetzt größere Armeen, die werden das dann wahrscheinlich demnächst dann für uns verändern, die Lage hier. Aber sie müssen es eben tun und von daher ist das gut für uns. Und vielleicht haben wir ja Hoffnung, dass noch Shanxi dann hier eingreift. Die wurden ja eingeladen, auch formell. Wir müssen gucken, noch gibt es Kontakt, auch mit Kalifornien übrigens, da sind noch nicht AFK gegangen. Ich habe Hoffnung, ne? Man weiß ja nie, wir werden hier um jeden Zentimeter Land kämpfen. Und wir werden hier dann trotzdem auch weiter in der Lage sein, Last Stands zu machen. Also wir sind hier sehr offen mit dem, was wir tun können. Und soweit macht Kolumbien das ja wirklich gar nicht gut. Ne? Wir sind imstande, hier Kolumbien sehr gut aufzuhalten. Ihre Armeen zeigen hier wirklich größere Auflösungserscheinungen. Klar ist hier sehr viel stärker in den Panzern drin. Das ist natürlich ein großer Faktor. Aber es läuft bislang nicht so gut. Ne? Und wir können dieses Gebiet hier auch sehr gut kontrollieren mit den EBGs. Sie haben noch nichts gefunden, um dagegen vorzugehen. Und wir bauen ja auch unsere Luftabwehr weiter aus. Also für sie wird das nicht einfacher. Wir hatten außerdem große Seeschlachten geführt, ihre Flotte hier bei UK wurde ja versenkt, dann gab es heute noch eine weitere Flotte, die hatten wir bereits gesehen mit der Spionage. Da muss ich sagen, bin ich gerade auch ein bisschen vorsichtig, ich weiß nämlich nicht genau, was da passiert ist. Denn es war so, wir haben mehrere Kreuzer verloren, 3 davon durch Luftangriffe über Nacht, da konnte ich nicht viel gegen tun, dafür haben wir hier im Süden so ein bisschen den spanischen Vormarsch gestoppt. Dann kam hier der Kreuzer mit den 2 U-Booten nach Norden, den haben wir versenkt, jedoch weiß ich nicht, was mit den U-Booten ist. Denn der Kreuzer wurde natürlich zerstört durch die Schlachtschiffe. Aber die U-Boote wären ja nicht sofort kaputt gewesen. Das heißt, die sind wahrscheinlich noch hier. Aber ich bin mit den U-Booten mal lang gefahren. Die haben die nicht gefunden. Und meine Spione haben mir hier auch von 2 U-Booten berichtet. Es könnte sein, dass die U-Boote vielleicht abgetaucht sind vorher schon. Und dann sich der Flotte hier angeschlossen haben. Die könnten auch ein bisschen stärker sein. Mal gucken, was da genau war. Ich weiß es nicht mehr. Wir weichen erstmal zurück. Reparieren unsere Einheiten und dann werden wir die IBGs noch nutzen können, um auch eben die Seekontrolle hier weiter aufzubauen. Weitere IBGs kommen hier ebenfalls noch heran, also wir werden ja richtig stark werden hier mit dem, was wir alles vom Weg haben. Plus weitere IBGs werden hier produziert, also haben wir richtig viel Möglichkeit. Da können wir auf jeden Fall sehr, sehr gut dann diese Frontlinie halten. Und weiterer Marineausbau wird auch folgen. Hier habe ich bereits Pläne gemacht, um weitere U-Boote zu bauen. Wir müssen nämlich in der Lage sein, unsere Seewege offen zu halten. Ihre Flotte muss weiter aufgehalten werden. Noch geben sie uns ja Zeit.
Wir hatten übrigens auch Orlando eingenommen tatsächlich, ist jetzt gefallen per Revolte tatsächlich wieder an die konföderierten Staaten. Aber wir haben Orlando eingenommen und konnten sogar einen schweren Panzer klauen, zumindest die Ressourcen, den haben sie da sogar einfach angefangen zu bauen. Haben wir dann abgebrochen, dadurch haben wir auch die Fabrik zerstören können und wir haben ihre Kreuzer bombardiert, ihre Armee haben wir bombardiert und haben sie ein bisschen in Atem gehalten. Das war ganz gut, hat ihren Vormarsch weiter gestoppt. Und Kolumbien macht weitere große Fehler und schickt einfach mal 22 Panzer einfach so nach vorne, nach Amarillo, in diese Armee aus Kalifornien rein. Ich verstehe es nicht ganz, es ist wirklich ein wilder Akt, weil einfach die Panzer so viel Schaden nehmen werden. Sie haben so viel Infanterie rumstehen, die können das hier besser machen. Und das weiter gibt mir sehr viel Hoffnung darauf, dass wir das schaffen können, diesen Krieg hier, weil einfach Kolumbien so viele Schludrigkeitsfehler macht. Das ist unsere große Chance, sie haben immer noch nicht uns wirklich nennenswert angekratzt. Wir sind immer noch voll dabei zu produzieren, immer noch ungeschlagen im Feld und das gibt mir einfach die größte Hoffnung. Sie haben bereits 5 Schlachter verloren, viele Kreuzer verloren und das läppert sich natürlich schon irgendwann, ne? Und unsere Flotte lebt noch, zumindest noch, jetzt inzwischen schon angekratzt, aber sie lebt noch. Aber unsere großen Armeen, auch da immer noch alles top. Wir halten auch Jakutien auf, es läuft soweit sehr gut. Unsere Armee hier in Amerika wird auch immer stärker. Wir haben jetzt bereits hier eine Stärke von 6 Artis erreicht, fast 400.000 Truppen, 3 schwere Panzer, 1 Panzerwagen, 3 Ballons. Weitere kommen rein. Hier ist noch ein Ballon. Die Produktion in Chapelure nimmt auch langsam zu. Washington DC und Boston werden heute noch Artis fertigstellen. In Lansing ist das in 13 Stunden der Fall. Ich werde eventuell, also ich wollte eigentlich dann in Boston und Washington DC U-Boote bauen, weil wir müssen ja irgendwas gegen die Schlachter tun. Denn das Problem ist natürlich, dass wir so ein bisschen gucken müssen, wie wir unsere Flotten hier verteilen. Sie können ja theoretisch sehr viel gegen uns werfen. Ich bräuchte hier drüben praktisch eigentlich 6 U-Boote. Jetzt gegen 2 Schlachter wird das schwierig sein. Also die U-Boote aufzubauen würde mindestens mit 2 Fabriken plus Häfen würde halt ein paar Tage dauern, ist das Problem. Also gegen 2 Schlachter bräuchten wir eigentlich 6 U-Boote, realistisch gesehen. Und die brauchen leider immer einen Tag, 8 Stunden. Das heißt, wir bräuchten 4, fast 5 Tage, um das hier irgendwie vernünftig aufzubauen mit einer richtig großen U-Boot-Waffe. Also das ist nicht so unfassbar realistisch. Ein EBG wäre fast schon realistisch her. Andererseits ein EBG ist ein Risiko auf dem Festland hier. Also ich hatte überlegt, welche zu bauen. Es könnte natürlich funktionieren. Die sind halt dann sehr verwundbar gegenüber Bombenangriffen, weil die Angriffe dann eben die Eisenbahn zerstören können und dadurch dann sitzen die fest. Und da müssten wir sie eben aufgeben. Dafür könnten wir halt einfach auch es uns leichter tun, einfach hier Artis bauen. Ist halt die Frage, wie sie ihre Schlachter einsetzen, also wie aktiv die sind, weil sie könnten damit aktiver sein. Wir haben halt viel Produktion hier an den Küstengebieten, die wären sehr leicht angreifbar. Wir müssen vielleicht die U-Boote abziehen. Ich muss mal gucken. Also das ist ein bisschen schwierig gerade, ob ich jetzt hier drüben EBGs bauen will. Wir könnten es tun. Weil wir auch durchaus vorhaben, um Amerika wirklich auch zu kämpfen, auf Land auch. Und wir bauen hier wirklich eine Armee auf, die es auch in sich hat. Hier oben die Festungslinie wird ausgebaut. Wenn wir auch Washington, Lansing und so ausgebaut, haben wir viele Möglichkeiten, auch hier zu verteidigen. Das heißt, da geht ja was, ne? Da geht ja auf jeden Fall was. Wir werden schon mal Stellung beziehen hier. Und dann kann man halt mal schauen, ob man da eben einen längerfristigen Krieg daraus machen kann, weil jeder Tag ist ja für uns gut. Kolumbien wird ja immer schwächer aufgrund der Expansion. Ihre Kerngebiete, ihre alten, werden auch immer schwächer. Unsere Spione machen weiter gute Arbeiten. Das war jetzt hier Donnerstag, genau. Da haben wir auch ein bisschen was gemacht. Hier eine Fabrik beschädigt, ne, alles super. Sie fangen zwar auch unsere Spione immer wieder ein, aber ich glaube, noch haben sie uns nicht wirklich gefunden. Also noch haben sie keine großflächige Gegenspionage eingeleitet, was für uns ein gutes Zeichen ist. Sie haben noch keine, haben es noch nicht gemerkt, weil sie eben nicht so aktiv spielen. Und das gibt uns eben diese Chance, tatsächlich diesen Krieg zu gewinnen. Wir müssen nur Zeit kaufen. Wir müssen einfach nur ein bisschen mehr Zeit kaufen. Und irgendwann werden die schon wahlweise aufgeben oder kollabieren. Aber natürlich sind wir theoretisch hier auf der Seite der Verlierer. Wir werden das, also ich denke schon trotzdem wahrscheinlich verlieren. Aber wir haben gerade einen sehr realistischen Versuch. Das kann klappen, weil soweit läuft es für sie nicht gut. Und sie verlieren sehr viel wertvolles Kriegsmaterial. Und sie scheinen nicht wirklich zu wissen, was sie dagegen tun sollen, ist so ein bisschen der Punkt. Ich glaube nicht, dass sie damit gerechnet haben, dass es so schwer wird. Das ist, glaube ich, so mein größter Faktor, warum ich glaube, dass wir gewinnen können. Sie scheinen halt nicht so wirklich gewusst zu haben, was da passieren kann. Also sie haben schon wahrscheinlich damit gerechnet, dass es schwierig wird vielleicht. Aber sie scheinen das sehr auf die leichte Schulter zu nehmen, will ich mal meinen. Weil wir eigentlich es viel zu leicht haben soweit. Und sie ja schon längst irgendwo sein müssten. Der Krieg hat hier begonnen und sie sind jetzt erst hier. Das hat fast schon eine Woche gedauert. Und der Krieg hat hier begonnen, jetzt sind sie hier, toll, aber das waren auch Gebiete, die nicht uns gehörten. Die Gebiete waren eh frisch gewesen und das ist soweit passiert, ohne größere Schlachten. Und trotzdem hätten die schon bei Tag 2 eigentlich hier oben in der Küste sein sollen. Jetzt hat es irgendwie 5, 6 Tage gedauert.
Und wir durften uns zurückziehen und sie haben dafür auch irgendwie einiges verloren. Wir gucken mal ganz kurz, wie das eigentlich war. Sie haben bereits 246.000 Truppen verloren. Dafür, dass sie so viel größer sind als wir und wir nicht in der Position waren, sie abzuwehren, ist das eigentlich ein Unding. Und ihre Verluste sind wertvoller als unsere, weil das waren jetzt ihre wichtigsten Stoßtruppen. Wir haben größtenteils ein bisschen Infanterie verbrannt. Klar war das nicht so gut, aber ja, wir haben dafür unsere strategische Lage gut behalten. Wir haben ja nichts quasi verloren, mit dem wir nicht gerechnet hätten. Und wir haben mit dem Verlust von Europa sogar noch viel früher gerechnet. Das heißt, wir konnten jetzt für fast eine Woche mit maximaler Produktion weiter produzieren. Und unser Limit ist noch lange nicht erreicht. Also ich muss sagen, ich bin da weiter sehr optimistisch. Aber ich verstehe natürlich auch, wenn man den Optimismus nicht teilt. Es wird natürlich schwerer werden, wenn jetzt hier alles gefallen ist, wenn noch Skandinavien fallen sollte, wenn dann hier in Amerika es dann irgendwann schlechter aussieht, dann werden auch die Produktionswerte für uns runtergehen. Dann wird die Produktion auch stark sinken und dann eben zurückfallen auf einige wenige Fabriken, die dann jetzt einmal alle paar Tage ein EWG ausstoßen können. Es wird dann sehr auf die Subsistenz ankommen. Das heißt, wir müssen dann so ein bisschen schauen, wo wir bleiben. Wir können natürlich das gleiche Level nicht immer aufrechterhalten, aber da der Krieg eben so lange dauert und wir jetzt so lange mit maximaler Effizienz produzieren konnten, bin ich da immer noch sehr optimistisch, dass wir ihnen auf jeden Fall einiges bieten können. Und wer weiß, ein paar richtig tolle Schlachten und es wird immer ganz anders aussehen. Wenn diese Armeen hier wieder bei uns reinrennen und dann denken, dass sie das einfach gewinnen können, dann kann es auf einmal sein, dass sie hier eine große Armee verlieren. Und sie verbrennen ja hier drüben gerade auch Truppen ohne wirklich Grund. Also ich verstehe nicht, warum sie hier stehen. Außer der einzige Grund, den ich mir vorstellen könnte, ist, dass sie gar nicht wissen, was sie tun sollen dort. Ich werde auch hier mal deaktivieren, das Ding auch deaktivieren. Bevor man das einnimmt, immer alles deaktivieren. Dann kriegt der Feind da keinen Vorteil draus, obwohl es ja eh beschädigt wird dann. Aber ja, da bin ich weiter sehr optimistisch, dass eben unsere Möglichkeiten hier immer noch gut aussehen. Weil wir haben ja jetzt wirklich schlagkräftige Truppen aufgebaut, um die zu besiegen. Also ja, wir werden jetzt hier morgen 6 EWGs haben. Ne? Das muss man erstmal dann irgendwie versuchen zu zerstören. Ich wüsste nicht wie. Wir können ja auch das Ganze hier ziemlich befreit halten. Also alles bis nach Straßburg können wir ja bombardieren. Das ist ja eine ganze Menge an Gebiet, wo sie gar nicht wirklich aufbauen können. Das heißt, EWGs in die Region zu bringen, wird schwer für sie. Bomber können sie nicht einsetzen, weil wir viel zu viel Luftabwehr haben. Jetzt haben wir schon hier 9 Ballons, weitere kommen rein, eben auch Jäger. Also Bomber sind da außen vor, da müssten sie schon 30, 40 haben, um da wirklich einen Impact gegen uns zu haben. Und selbst das können wir halt ausgleichen, weil wir einen Ballon alle 3 Stunden bauen können für fast keine Kosten. Das ist für sie keine gute Rechnung. Bomber sind jetzt sehr leicht counterbar. Schiffe wären möglich, aber auch die sind eben von EBGs stark zerstörbar. Ich denke, der beste Weg für sie wäre, zu versuchen, einfach UK zu umgehen. Aber selbst dann haben wir immer noch die Möglichkeit, das zu verteidigen. Also ich sehe keine wirkliche Chance für sie, tatsächlich in der Lage zu sein, uns irgendwie hier zu zerstören. Da müsste schon einiges kommen. Sie haben alle Optionen, sie haben die Produktionsmöglichkeiten, sie haben ihren Ally sogar hier drüben. Aber ich sehe fürs Erste für sie große Schwierigkeiten. Und sehe auch keine große Katastrophe für uns passieren. Wenn man so viele EWGs hat, wird es irgendwann echt schwer. Und hätten sie ihre Schiffe gesammelt, wäre mehr möglich gewesen, weil dann halten die auch mehr aus, aber da sie jetzt eben 2 wirklich gefährliche Flotten einfach geteilt haben, ja, das ist für uns gut. Das ist für uns sehr gut. Und jeder Tag, der vergeht, gibt uns hier drüben immer mehr Stärke. Ne? Was für Armeen da schon sind hier. Das haben wir alles aufgebaut aus dem Nix. Das war alles vorher nicht da. Das sind alles frische Armeen, die wir gebaut haben. Das ist schon cool. Und das zeigt eben auch, was da möglich ist. Wenn jetzt nur noch irgendwie hier Shanxi dabei wäre, guckt euch mal diese Jägerflotten an hier. Wenn jetzt nur Shanxi irgendwie mitmachen würde, was da nicht alles machbar wäre. Aber ich habe das Gefühl, dass die sich mit dem 2. Platz zufrieden geben. Das ist kritisch. Ja, müssen wir mal schauen. Die sind jetzt bei 769 Punkten. Die brauchen halt für eine Koalition 1500. Das ist einiges. Das wird dann so nicht möglich sein. Dann müssen sie uns schon ganz besiegen. Und die drüben noch weitermachen. Also das ist für Kolumbien noch ein langer Weg. Dass sie jetzt nicht mehr auf Solo-Sieg gehen, überrascht mich sehr. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Das ist überraschend. Weil mit dem Ganzen hier könnten sie es schaffen. Also, ja, die wollten scheinbar gar nicht Solo-Sieg. Die wollten einfach nur Krieg. Die wollten einfach nur Spaß haben. Und ganz ehrlich, den habe ich. Und ich hoffe, ihr auch. Und damit würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge.